Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man. So, wie versprochen, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, wir machen mit der Hauptstory weiter und ich werde hier noch die restlichen Punkte einsammeln. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mit der Hauptstory weiter, aber erst machen wir die Verbrechermarke hier noch schnell. Dann ist die auch erledigt. Ich denke, die Jungs handeln nicht mit Baseballkarten. Versteckt die Waren! Oh, komm schon, Leute! Ihr schafft das gerade an der Steuer vorbei! Was? Hab die kalt! So, dann muss es auch passiert sein. Ah, Fisk hatte diese Möchtegern-Pusher im Griff. Moment, was ist das für ein Gefühl? Sollte ich ihn vermissen? Nein. Okay, dann würde ich sagen, weiter zur Hauptstory. Ein schockierendes Comeback. Hauptmission, okay. Vielleicht besser, wenn ich nicht hier bin, wenn die Cops kommen. Schauen wir mal, 2500 EP. Ich habe übrigens noch nicht weiter geskillt groß. Ich brauche es bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, hatte ich ja in den letzten Folgen schon gesagt, ich skill erst, wenn es unbedingt nötig ist. Ich will mir die Punkte ein bisschen aufheben, weil ich weiß ja eben nicht, was noch alles kommt. Achtung! Einheiten! Drogenhandel gemeldet! Das sieht aus wie Iron Man. Hi, Herman! Echt jetzt? Ja, schauen wir doch mal. Gib's auf! Du wirst mich nie fangen! Hast du letztes Mal auch gesagt? Ich will dir nichts tun. Mach dich nur langsamer. Wow, überaus nett. Den kriegen wir bestimmt. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Komm schon, Herman! Red zumindest mit mir, damit es interessanter wird! Hab ich! Mal, schon mal. Jetzt plaudern wir! Ich sagte, genug! Plaudert! Okay. Notiert. Im Ernst, Herman! Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat! Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist! Aber doch nicht so dämlich! Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Jetzt hat er mir eine Wahl. Ich hab genug gesagt. Herman, du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Und später. Das war's jetzt, oder was? Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Was, das war's jetzt schon, oder was? Okay. Neue Nebenmission freigeschaltet. Ich hab wohl ein bisschen Zeit. Ja, dann würde ich sagen, gleich zur Nebenmission. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend. Ach, Fähigkeitspunkte haben wir schon.
Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht ein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Dann reden wir wieder. Cool. Okay, schauen wir mal, was bei der Nebenmission jetzt hier noch ist. Okay, Spider-Man, Privatdetektiv. Sprich mit der Frau, ja? Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo könnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Okay, dann schauen wir doch mal. In die Entgiftungsklinik müssen wir. Die Klinik ist in der Nähe. Ich habe auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Hier durch. Ja, ich muss sagen, mit dem Springen, das klappt immer besser. Dreh dich vorne und dann geht's schon wenig. Okay. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Wenn das Foto rauskommt. Schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Rück raus mit den Plänen. Sehr schön. Hab dich! Sieht gut aus. Denk dran, wenn du petzt, veröffentliche ich das Foto. Okay, und jetzt? Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Langsamer machen hier, weil hier überhole ich die ganze Zeit. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. What? Warum gescheitert? Wird er weiter oben sein oder so? Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Tja, wir sollen da hochkommen. Oder auch Zeit. Hast du sie? Ja. Sobald er das Foto sah, gab er klein bei. Rodrigo ist ein Weichei. Wird den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Da, ein Schwachpunkt. Sieht gut aus. Da sollten wir wegbleiben. Da sollten wir wegbleiben.
Zeit. Da sollten wir wegbleiben. Da sollten wir wegbleiben. Okay. Hab's. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Ja, ist kompliziert, ey. Aber halt. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Was macht mich krank? Verschwinde! Ah, krass. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen Sie mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Klingt so. Ich lasse Sie wissen, was ich finde. Das ist cool gemacht. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Er geht zu diesem Bürogebäude. Ich komme aber nicht rein. Ich hab die Pläne, Boss. Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Roman soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Ah, okay. Roman ist bereit und wir sind später dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Ja,
Okay. Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Sehr schön. Hey Carmen, der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er das Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. Bitte. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns noch die zwei Türme. Schlüsseln die noch schnell. Herz Kitchen. So, dann hätten wir hier noch einen Turm. Wie gesagt, die Rucksäcke und sowas, das mache ich dann alles offscreen. Da braucht er nicht unbedingt zugucken. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Gegen falsche Anschuldigungen von MacDonald, MacGargan, alias Scorpion wehren. Wie bereits dargelegt, habe ich das Experiment, ihm übernatürliche Stärke, Tempo und einen Cyborg-Schwanz zu verleihen, finanziert. Sehr schön. Wir wollten einen Anti-Spider-Man. So, und der letzte Turm ist dann hier. Schaffen, der keine Bedrohung ist und Quergeister stoppt. Ich wusste nicht, dass er irre ist. In seinem Lebenslauf stand nicht Psychopath mit Vergiftungsfetisch. Seine Klage ist nur ein Versuch, seine Strafe im Raft zu verkürzen und mich für seine Taten verantwortlich zu machen. Und dagegen wird... Boah, der Typ. Ich glaube, das ist der Endboss, 100 Pro. So, gut Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut, sind eh schon wieder, lass mal gucken, knapp 20 Minuten und schauen wir in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Ich werde auf jeden Fall offscreen noch die ganzen Dinger hier abschließen und wo ist überhaupt die nächste Hauptmission? Ah, hier unten ist die nächste Hauptmission, die schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen, Leute. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal, bleibt auf jeden Fall dran, es wird immer besser, das Spiel, muss ich sagen. Zum Anfang bin ich nicht so richtig warm geworden, aber mittlerweile geht's eigentlich, muss ich sagen. Und dann schauen wir mal, was unser Spiel noch so zu bieten hat. Gut, Leute, dann würde ich sagen, genug gesabbelt. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.